böse, böse, böse dunkle Welt. Und wir stecken immer noch mittendrin. So, wie war denn das jetzt nochmal? Ach, okay, das war schon was. Eine Flugpower-Up, es ist weg. Ja, wir brauchen einen Schlüssel hier, richtig. Ja, nur zur kurzen Erinnerung. Im letzten Part haben wir hier... das ist jetzt so eine gute Idee, weil ich muss hier da oben auch noch an den Schlüssel ran. Ob ich das... Kann man das schaffen? Ach, komm schon. Ach, ganz ehrlich. Wie weit kann ich rewinden? Antwort, nicht sehr weit. Tja, machen wir das Beste draus. So, der Kerl muss mitkommen. So, viel besser. Ja, im letzten Part haben wir hier das Secret Exit gemacht. Und jetzt müssen wir das Normal Exit schaffen. Und dafür muss ich einmal einen Double Grab schaffen. Auf dieser kleinen Fläche hier. Yes, yeah. Jetzt haben wir es. So, eigentlich muss man das nicht so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Offiziell gesehen muss ich ja hier mit einem Schlüssel hin und mit den anderen dann hier über das Trampolin dann holen. Aber warum so, wenn man es so anders lösen kann? So, da komme ich jetzt schwer hin, ohne Fliegen, aber... Ach, egal. Oder ist das egal? Ich hoffe, von der Zeit her reicht das. So, das ist echt eine Kackstelle hier. Man kann ja wirklich nicht durch, ohne sich treffen zu lassen, in irgendeiner Form. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Komm, mach den Wandsprung. Ist hier Ende? Ja, gut. Und dann hat es von der Zeit her doch noch dicke gereicht. Tada! Darkline Castle. Boah, was ist das denn für eine Musik? Okay, das klingt wie die Bowser-Melodie. Bowser-Schloss-Melodie. Auf Crack oder sowas. Das habe ich noch nie gehört. Das klingt voll verrückt. Aber irgendwie... Ist halt verrückt. Klingt sie. Ich habe nie gesagt, dass es schlecht klingt. Das klingt aber nur voll... Wahnsinnig einfach. Okay, dann halt so. Ja, laut uns. Oh oh. Ja, super. Na gut. Ach, jetzt bin ich wieder hier, oder was? Das sehe ich nicht an. Oh, boah, von allen Seiten wird man hier zerstört. Und ich springe auch noch. Hilfe, ey. Oh. Ich komme mir gar nicht zurecht. Einfach weiter. Oh. Okay, dann nicht weiter. Dann warte ich hier halt eben. Botschaft ist angekommen. Okay. Jetzt muss ich den hier ertragen. Ja, super. Super, wenn er genau zweimal Bumerang schmeißt, dann bin ich am Arsch. Ja, nee, jetzt habe ich es irgendwie. Checkpoint, schon mal gut. Wohin werde ich teleportiert? Auf einmal zum Bossfight. Macht nicht wirklich viel Sinn. Wisst ihr, und der Boss ist dann 100-mal einfacher als das gesamte Level, das jemals sein könnte. Gut, das ist auch schwierig im Vergleich zum normalen Boss-Battle, aber es ist 20-mal leichter als das Level. Mindestens. Keine Übertreibung drin. Ups, na gut, habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber das war es dann auch schon. Gut, Welt beendet. Ach, es wird noch schlimmer. Man kann ja kaum noch die Schrift lesen. Okay, Darkline 5 hat auch ein Secret Exit. Okay, halbes Secret Exit ist gelöst. Wir haben nämlich ein Schlüsselloch. Ja, gut. Ich muss irgendwie hier wohl wahrscheinlich den ganzen Weg hier irgendwann wieder zurücklaufen. Pilz, also es ist gerade, ja, der Pilz ist schon längst wieder weg. Das ist jetzt gerade wirklich in die Extreme gerutscht, der Schwierigkeitsgrad. Vielleicht ist es ja hier unten. Nee. Da war was, aber nicht das. Da auch nicht. Und lande ich hier auf festem Boden. Moment, war das der Schlüssel? Nee, das war nicht der Schlüssel da oben. Doch, das ist der Schlüssel da oben. Wie komme ich da hin? Ich muss mich aus der Kanone rausschießen lassen.
aus der Kanone rausgeschossen, würde ich da oben hinkommen. Zumindest ist es die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe. Das war jetzt scheiße. Spring hoch. Da rein. Ja, ich hab's ja schon gedacht. Gut. Ja, nochmal. Irgendwie muss das besser gehen. Vielleicht, wenn ich jetzt mal den Sprungknopf gedrückt halte. Ja, viel besser. Okay, krieg ein paar Items, krieg Zeit und kann zurück. Okay, jetzt mache ich's. Na toll. Ha. Egal. Zum Glück sind noch diese ganzen Dinger hier. Diese ganzen Zusatzpilze. Nein. Auch nicht. Boah. Ich kann ja nicht mal hier warten auf diese scheiß Ketten und welche schon von der Bombe zerstört. Egal was man macht es falsch. Das ist das Spiel. Also die Botschaft von diesem Spiel. Moment, ich bin doch schon zu weit. Ne, Quatsch, hier bin ich richtig. So, Secret Exit ist gemacht. Dann schwimmt Mario erstaunlicherweise irgendwie durch die Lava durch. Geht durch die Knochen da. Keine Ahnung. Macht da alles. Was ich im Level selbst auch gerne machen würde. So, und jetzt dürfen wir das Ganze noch einmal machen. Da freue ich mich natürlich. So. Ja, es ist sehr stressig geworden. Ich bin froh, dass ich schon vor vielen Parts die Entscheidung getroffen habe, mit einem Nervenzusammenbruch, das mit den Safe States einzusetzen. Ich will jedem Hack eine faire Chance geben. Erstmal es ohne zu machen, wisst ihr? Aber dann wird man doch immer so enttäuscht. Dass es irgendwann nicht mehr möglich ist. Also spätestens hier wäre es nicht mehr möglich. Auch für Leute, die das Spiel noch viel besser beherrschen als ich, würde ich sagen. Okay, vielleicht schon. Ich meine, ich habe Speedruns von Kaizo Mario World gesehen, aber gut, dann nicht trotzdem nicht mal eben, sondern nach Übung wie sonst was. Dann vielleicht, wisst ihr? Okay, boah, ist das dunkel, ey. Das ist echt unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass die Welt hier noch weitergeht. Ja, toll, das war mein einziges Power-Up, was ich hier kriege. Und jetzt bin ich schon am Arsch. Okay. Das ist eine Sache hier. Ich darf nicht springen, weil... Okay. Nicht okay. Okay, jetzt springen. Gerade noch so. Oder auch nicht so. Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Nein. Egal wie ich es mache, es ist falsch. Es ist wirklich so. Dann werden ja auch solche Fehler gelassen, dass ich hier hinlaufen kann. Ist wirklich so. Überliste ich einen Trick, den das Spiel mir hier reinwirkt, werde ich von einer anderen Sache dann getroffen. Dann ist es einfach nur ein Kompromiss, wie ich sterbe. Aber ich sterbe. An jeder Ecke. Das kann ich nicht aufhalten. Aber so extrem ist es erst seit dieser Welt geworden, muss man sagen. Die Eiswelt war eigentlich noch voll okay dagegen. Klar bin ich auch an jeder Ecke getroffen worden, aber irgendwie noch so, dass man es überleben konnte und die Power-Ups, die man in der Zeit gesammelt hat, noch ausgereicht haben. Um da heile durchzukommen. So, und die Bosse im Vergleich sind dieselben alten Super Mario World Bosse. Vielleicht der einzige Unterschied, dass die Lava viel komischer aussieht. Jetzt überlegt mal, das verfickt schwerste Level, weil ich gerade gespielt habe. Und dann so ein Boss. Das ist nichts. Das ist der alte Ludwig van Cooper. Der macht überhaupt nichts. Der schwirrt ein bisschen rum. Den könnte ich mit meinen linken Arschbacke töten. So. In die Relation einfach der Schwierigkeit ist einfach so unausgewogen. So, und jetzt haben wir ein Luftschiff. Ein Autoscroller. Wird auch lustig. Na gut. Ein 100 Sekunden Autoscroller. Ich hätte eigentlich ganz gerne das ja aufgemacht, aber war mir schon klar, dass ich das nicht hinkriege. Unter den Umständen.
Wo lande ich hier? Gut. Nicht die Safe Sets vergessen. Ja, genau deswegen. Die Power-Ups sind unsichtbar, wenn die rauskommen. Ist irgendwie andauernd so hier. Also klar, das habe ich schon oft in anderen Hacks gesehen. Und dann spawnen sie... Nicht die spawnen, die sind ja die ganze Zeit da, aber dann werden sie irgendwann sichtbar. Nach einer Sekunde oder so. Oh, der Sprung, er reicht nicht aus. Aber es ist vielleicht nicht allzu schlimm, na toll. Okay, ich komme da nicht hin. Eine Sache. Ach, da kann ich nicht hoch. Oh, Mann. Okay, dann anders. Wisst ihr, was auch komisch ist? Ich habe noch nicht einmal diesen seltsamen Balken unten angesprochen, der da und das ganze Spiel schon da unten ist. Wieso hat man sich dazu entschieden, diesen Balken da drin zu lassen? Das sieht doch echt kacke aus. Ich meine, ich sag das jetzt erst irgendwie, aber so ist es doch. So, und hier ist noch nicht Ende. Die Großzügigkeit besteht einfach darin, hier einen Checkpoint reinzutun. Ja, toll. Zeit. Ach, Mann, ey. Gib mir diesen... Was? Er hat es nicht mal aktiviert. Jetzt. Okay. Ja. Okay. Oh, was war das denn gerade? Komm, haut. Macht weg. Yo. Dich mal. Ja, gut. Also, ich muss sagen, was mir in diesem Spiel sehr gefällt, es sind Musik und Grafik. Und es ist alles sehr liebevoll gemacht. Es ist einfach nur dieses Aufeinandergeklatsche von Gegnern, um einen unerträglichen Schwierigkeitsgrad zu erzeugen, was das Spiel so schlimm macht, in dem, was es ist. Gut, jetzt haben wir das geschafft. Ich kann hier rein. Wo ist das für mich zu grün Switch? Okay, Rätsel gelöst, habe ich mir schon gedacht. So, es muss hier in einer Tour durchgezogen werden. Ja. Jetzt habe ich meinen Anlauf verloren. Ob das. Ja, gut, nicht weiter schlimm. Nee. Okay. Auch klar hier. Wer mal in diese scheiß Röhre reingegangen. Jetzt aber. Eigentlich war es gar nicht mal so schwer. So, wir haben den letzten Switch gefunden. Jetzt finde den Rest, um Fragezeichen zu erreichen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich kann nicht in die Röhre links rein. Geht nicht. Da darf ich nicht hin. Seltsam. Das ist komisch. So, ich kann jetzt nicht erkennen, ob das ein Secret Exit hier hat. Ich kann auch keine Helligkeit hier mit reinbringen, oder? Kann ich nicht. Okay, gut. Machen wir's. Ich glaube, es hat kein Secret Exit. Ich meine jetzt nicht, dass das da rot war. Ich bin jetzt auch voll nah an dem Bildschirm angegangen und ich habe eigentlich auch ganz gute Augen. Oh, haha. Toll. Da habe ich mich locken lassen. Ja. Guckt euch dieses Chaos hier an. Okay. Ja, ja, gut. Das musste wohl so sein. Ich weiß es auch nicht. Simulator wohl, was ja gerade so komisch spackt. Das hatte ich schon mal irgendwie. Kann zwar keinen Grund sagen, warum es so ist, aber es passiert einfach. Nicht wirklich oft, aber es passiert. Boah. Ja klar, der Kerl ist im Boden drin. Wow. Okay. Alles cool.
Ah, dann sind wir sogar an unsere zeitlichen Grenzen gekommen. Puh, geschafft. Gut. Versus Challenge und Bowser's Castle. Okay, Leute. Im nächsten Part bekämpfen wir einen Haufen Hammerbrüder und andere Brüder. Und dann geht's wohl zum Bowser's Schloss. Könnte das ja schon ein Ende nehmen? Ich glaube nicht. Moment, bevor wir hier Ende machen, gehen wir noch hier rein, um das hier freizuschalten. Das ist Welt 4b. Dann gibt es noch diese ominöse Hulk Island. Also hier ist noch lange nicht Ende. Ist ja auch noch irgendwas. Und dann gibt es noch diese Special World vielleicht. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns. Naja, wie auch immer. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder am Start seid. Also bis dahin.